Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Ich bin der Chuck und wünsche euch viel Spaß bei Black Mirror. Ja, ich habe damals das Original gespielt, den ersten Teil von Black Mirror. Danach gab es ja noch zwei Fortsetzungen. Und der Protagonist wurde damals von niemand Geringerem gesprochen als der deutschen Stimme von Johnny Depp, dem David Nathan oder Nathan, je nachdem wie es ausgesprochen wird. Ob er englischsprachige Vorfahren hat oder so, weiß ich natürlich nicht, aber ja, auf jeden Fall von dem Synchronsprecher von Johnny Depp wurde der gesprochen und das war sehr atmosphärisch, dieses Spiel. Und ja, ich habe es vor kurzem mal gesehen, bei Metacritic hat das gerade mal so 60 Punkte bekommen oder so, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also gerade im Adventureland Deutschland hat es eigentlich immer recht gute Wertungen bekommen, also immer so um die 80% und so. Und das ist auch absolut verdient gewesen. Also ich hätte dem Spiel wahrscheinlich eine Wertung von 86 damals gegeben, dem ersten Teil, weil ich fand es wirklich dermaßen atmosphärisch und so. Also mir lief es halt regelmäßig kalt den Rücken runter. Und ich hoffe mal, das wird uns auch bei diesem Remake so gehen. Eigentlich ist es kein wirkliches Remake. Es spielt halt weiter in der Vergangenheit. Ja, naja, bin mal gespannt. Ich fange einfach mal an, lege mal los. Werde diesmal den Controller verwenden. Damals war das Spiel spielbar mit der Maus ausschließlich. Und man hatte so einige Kopfnüsse zu lösen und so, ne? Halt Adventure-typisch. Aber es war jetzt nicht allzu fordernd. Also es ging eigentlich. Also die lösten sich so frei weg. Die Rätsel waren eigentlich sehr logisch. Ein paar Schachkenntnisse und so wurden abgefragt. Also von, glaube ich, von Läufern oder so. Also es war ganz cool. Ja, und damals wurde das Spiel veröffentlicht. Genau, das wollte ich ja auch noch sagen. Von DTP Entertainment, ne? Und diesmal von den Leuten von THQ Nordic, ja, die auch erst vor kurzem ein neues Add-on veröffentlicht haben zu Titan Quest, was mich sehr erstaunt hat, habe ich mir natürlich auch sofort geholt. Ich konnte gar nicht anders, ja, Ragnarök heißt das. Und vorher war das Spiel eher so in der griechischen Mythologie, in der ägyptischen und dann in der chinesischen Mythologie angesiedelt, ne? Also Titan Quest meine ich jetzt. Und der neue Teil halt in der nordischen Mythologie. Also fand ich richtig genial, dass sie jetzt nach 10 Jahren nochmal ein Add-on dazu veröffentlicht haben. Also einfach top. Ja, also finde ich genial. Das Spiel wurde ja damals eigentlich so mehr oder weniger totgesagt und ja. Naja, aber wir kommen jetzt mal zurück zu Black Mirror, denn darum geht es uns ja eigentlich. Ja, das Spiel hat automatisch die Einstellung 4K ausgewählt. Super Sampling oder so. Denn mein Monitor unterstützt diese Auflösung natürlich nicht wirklich. Es wird einfach hoch skaliert. So, egal, ich fange jetzt mal an. Ich will euch jetzt nicht weiter langweilen mit irgendwelchen technischen Spitzfindigkeiten hier. Los geht's. Neues Spiel. Ja, er lädt. Das Spiel erscheint übrigens auch für die Konsolen. Ob da die Ladezeiten auch so lang sein werden, na, wer weiß. Okay, ich kann die Spielfigur jetzt steuern. Treppe hoch. Ach so, das geht auch automatisch. Das läuft trotzdem relativ flüssig, trotz 4K-Auflösung. Interagieren. Mit was? Ach so. Ich hab versagt, Sohn. Vergib mir. Vergib mir. Ich werde dich nie wieder enttäuschen.
Vergib mir. Vergib mir. What are you doing? What are you doing? Wo gehe ich jetzt am besten lang? Ich gehe mal hier lang. Es ist vollkommen in 3D gehalten. Das war natürlich damals noch nicht so. Oh. Irgendwelche Schemen. Ach, die können wir berühren. Übrigens wurde das Spiel von King Art entwickelt. THQ Nordic ist natürlich, fungiert lediglich als Publisher. Wow. Diese Gestalt so beschrieben? Okay, gehen wir mal weiter. Beziehungsweise rennen. Führe mich auf dem Pfade deiner Geburte. Stonehenge in Mini. Du hast deine Familie verraten. Wer sagt es? Nehmen. Efulik leuchtion mi mehucha. Gavuche amprish gabe merish. Du bist zu spät, du bekommst ihn nicht! Es wird funktionieren. Es muss! Guten Appetit. Sich da wohl in was hineingesteigert, würde ich mal sagen. Irgendwie hat mich das Ganze so ein bisschen an Senua's Sacrifice erinnert. David, dein letzter Brief hat mich mit großer Freude erfüllt. Ich vermisse dich so sehr hier in Indien. Wenn meine Berechnungen stimmen und der internationale Postverkehr gut läuft, begleitet dich dieser Brief auf dem letzten Stück deiner Reise nach Schottland. Ich wage kaum etwas zu sagen, aus Angst, du hältst mich für närrisch oder gar hysterisch. Dein Vater hat ein Leben lang die Geschichte seiner verkommenen Familie erforscht. Dies und seine Besessenheit für das Okkulte haben leider seinen Verstand zerrüttet. John liebte sein Elternhaus und seine Familie, aber ebenso hasste er sie und misstraute ihr. Mein Sohn, hüte dich vor den Gordons. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. In Liebe, deine Mutter. Okay, jetzt können wir. Also wir werden eher von vor unserer Familie gewarnt. Key. Lesen. Ja. Schlüssel, ja, das wissen wir, ja. Rausgucken, okay. Wie kann ich das? Oh, was hat er denn dabei? Ein Schlüssel oder so? Ist das der Schlüssel? Könnte sein, ne? Ist zwar ungewöhnlich geformt für einen Schlüssel, ne? Wie so eine Burg oder so, eine Treppe. Das ist ein Erker. Sehr interessant, aber es sieht auch ziemlich. Ein Schlüssel. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug.
Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Sehr cool, Leute. Bin schon wieder mittendrin. Wir sind da, Sir. Sehr gut. Beim Anwesen der Gordons. Die Ladezeiten stören so ein bisschen, die reißen halt immer so ein bisschen raus, aber... King Archer. Die haben da auch The Book of Unwritten Tales. Die doch entwickelt, ne? Also, richtig gute Spiele eigentlich. Also der erste und der zweite Teil. Auch die Viehchroniken, ne? War ja eigentlich der zweite Teil, kann man sagen. Und dann kam ja der eigentliche zweite Teil, ne? The Book of Unwritten Tales 2. Habe ich noch nicht gespielt, aber den ersten. Willkommen, Mr. Gordon. Ich bin Andrew Harrison. Mr. Harrison, wie schön, Sie endlich zu treffen. Unserer Korrespondenz nach hielt ich Sie für älter. Danke sehr. Wollen wir im Inneren fortfahren? Folgen Sie mir, es ist bereits recht dunkel. Ja. Oh, ein Schloss, kann man sagen. Ne? Ein riesiges Anwesen, wie damals auch. Bei Black Mirror. Da fühlt man sich sofort erinnert an den ersten Teil. Sehr genial. Da werden Erinnerungen wach. Jetzt halt nur alles vollkommen in 3D. Richtig cool. Oh. Er ist angekommen, Milady. David, willkommen in Skahandu-Haus. Lady Margaret, sehr freundlich, mich zu so später Stunde persönlich zu empfangen. Also die Speicher sind super, kann man jetzt nicht meckern, aber die Stimme von Johnny Depp ist nicht dabei, wie wir schon gehört haben, aber ja, ein bisschen schizophren, glaube ich. Ein wahrlich beeindruckendes Gebäude. Skahandu. Ein ungewöhnlicher Name, was bedeutet er? Ungewöhnlich, nur wenn man es nicht für nötig hielt, Gälisch zu erlernen. Es bedeutet Black Mirror House. Seit vielen Generationen ist dieses Haus im Besitz der Familie Gordon. Eine große Verantwortung. Vielleicht die größte, die ein Mensch tragen kann. Vaters Tod. Ich würde gerne mehr über die letzten Tage meines Vaters erfahren. Heute ist es schon zu spät für solch morbide Themen. Wie sehr du doch John ähnlich siehst. Angus, bitte führen Sie Master David zu seinem Zimmer. Ja, Madam. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Dieser Ort ist recht abgelegen, selbst für Schottland. Sehr angenehm, danke. Ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher in einigen faszinierenden Städten Rast zu machen. Wie lange sind Sie schon juristisch tätig? Ich habe meine Zulassung jetzt seit einigen Jahren. Ich arbeite für eine Kanzlei in Edinburgh, die seit Generationen die Anwälte der Familie Gordon stellt. Ich frage Sie nur ungern, aber es ist mein Job. Können Sie belegen, dass Sie sind, wer Sie sagen? Sind Sie David Gordon, Sohn des verstorbenen John Gordon? Aber natürlich. Hier, bitte sehr. Er traut uns nicht mal, ein Dokument überreichen. Eine andere Wahl haben wir auch nicht. Was für ein seltsamer Gegenstand. Die Wahrheit sagen, lügen. Soll ich lügen? Oh, ich lüge mal. Oh, nur ein kleines Andenken aus Indien, das Glück bringen soll. Verstehe. Es bringt Ihnen bestimmt alles Glück, das Sie verdienen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen... In der Bibliothek wartet Arbeit auf mich, die ich zu Ende bringen sollte, bevor ich guten Gewissens zu Bett gehen kann. Ich werde ein paar Tage im Haus bleiben, also werden wir uns zweifellos erneut begegnen. Keine Sorge, Mr. Gordon. Sie sind in guten Händen. Nun, wie wage ich das zu bezweifeln? Bitte folgen Sie mir, Master David. Okay, also wir sind David Gordon.
sollen jetzt dem Butler folgen. Okay. Ist die Ladezeit oder so? Das ist der Vater. Ihr Großvater. Großvater. Seine Lordschaft Edward Gordon. Mhm. Untersuchen. Ja, das können wir untersuchen. Eine gewisse. Na gut, ist klar, dass er eine Ähnlichkeit mit seinem Vater hat, ne? Mit David Gordons Vater. Man der kann verstorben es nicht leugnen. Ist. Wir sind verwandt. Verlassen, ja. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Oh Gott, das ist eine ganz dunkle Ecke. Oh, da gehe ich jetzt mal hin. Möchte mal aus dem Fenster sehen. Nehmen! Oh, hier können wir was nehmen. Teile irgendeiner Zeichnung. Interessant. Können wir uns das ansehen? Ah, okay. Über die Select-Taste. Brief. Hier entlang, Sir. Nun, wie kann ich noch nicht auswählen? Okay, folgen wir erstmal dem Butler. Die Story soll wohl relativ genial sein. Also, was man so, wenn man so den bisherigen Tests glauben mag. Ja, was haben wir denn da? Ich schätze, es ist schwierig, alles trocken zu halten. Bei dem vielen Regen in der Gegend. Sehr amüsant, Master David. Wir tun unser Bestes, Sir. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Definitiv. Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen, Sir. Ja, Junge, wo bist du denn jetzt? Ach, da. Oh Gott. Oh, meine Güte. Das macht sie manchmal, Sir. Ach. Lass mich raten. Jede Stunde. Okay, jetzt lädt er erstmal. Questprotokoll. Ach, dieses Geräusch ertönt immer, wenn das Questprotokoll aktualisiert wird. Lady Gordon erwartet Sie morgen um 8 zum Frühstück, Sir. Vielen Dank. Lady Gordon nannte Sie Angus? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Angus. Ja, Sir. Sie hat mich so genannt. Ich bin Mr. McKinnon. Mr. McKinnon, ja. Er möchte nicht geduzt. Ich rate Ihnen, das Zimmer heute Nacht nicht zu verlassen. Tickende Uhren sind nicht das Schlimmste, was einem des Nachts in diesem Haus begegnen kann, wenn man sich nicht auskennt. Schlafen Sie gut, Sir. Ja, jetzt doch besser. Vielleicht ist er eher ein Morgenmensch. Sehr gut, ja. Die Kommentare gefallen mir auch schon mal. Ich bezweifle, dass es hier jemals angenehm warm wird. Ja, in so einer riesen Bude, die kriegt man gar nicht warm, ne? Also schon gar nicht mit Kaminfeuer. Angus, Verzeihung, Mr. McKinnon hat mich ziemlich herumgeführt. Aber ich glaube, mein Zimmer müsste hier irgendwo sein. Ja, ne? Da. Moment mal. Sieht aus wie... Ist das nicht... Das ist ein Teil eines Modells. Ach. Und wir müssen es vervollständigen oder so. Das ist doch kein Schlüssel. Aber wer weiß, vielleicht kann man damit doch was öffnen. Indem man das Modell vervollständigt. Alles, was ich je besessen habe, würde da 5-mal hineinpassen. Ein riesiger Kleiderschrank, ja. Na, so groß kommt er mir jetzt gar nicht vor. Vielleicht hat er ja nicht so viele Sachen. Ein Glück, dass ich dich nicht mehr herumschleppen muss. Mr. McKinnon hat dich mit Leichtigkeit gehoben. Ah, vielleicht war er mal ehemaliger Boxer. Das Telegramm. Ohne dieses seltsame örtliche Gesetz, wegen dem ich persönlich erscheinen muss, wäre ich wohl nie hierher gekommen. Ein Schaf unter Wölfen. Muss Sie leider über den Tod von John Gordon informieren. Stopp. Bitte kommen Sie nach Skahandu House. Stopp. Andrew Harrison, Anwalt. Stopp.
Ja, lesen. Was haben wir denn da noch zum Lesen? Ich brauche bald einen neuen Pass. Der hier füllt sich langsam. Was können wir hier noch? Ah, hier war noch irgendwas. Ah, da muss ich erstmal rumgehen ums Bett. Wenn das hier noch nicht so verflixt dunkel wäre. Schlaflosigkeit, meine treue Freundin. Ob Andrew die Bibliothek schon verlassen hat? Hier scheint die Toilette zu sein. Ich werde Licht brauchen, wenn ich mich hier zurechtfinden will. Ja, auf jeden Fall. Achso, vielleicht können wir die Lampe mitnehmen, ne? Die wird ja nicht mit Strom, sondern mit Gas oder Öl funktionieren, besser gesagt. Mal sehen, was wir hier noch so... Also die Grafik ist ja schon mal cool, wenn auch sehr düster. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich nochmal hell. Ja. In so einem alten Haus bleibt über kurz oder lang keine Schublade leer. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Seine Truhe. Nee, ist nicht so hin, oder? Was haben wir noch mehr Teile dieser Zeichnung. Na, die müssen wir vielleicht Fototeile. Vielleicht kann ich herausfinden, was sich daraus ergibt, wenn ich genügend finde. Es stand jetzt Fototeile und er spricht aber von einer Zeichnung. Mal die sehen. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Was haben wir da noch? Mehr nicht, okay. Die nimmt er jetzt nicht mit. Komisch, dass er die nicht mitnimmt. Die könnten wir doch gebrauchen, ne, um hier Licht zu machen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und hier ist ja auch noch. Hier sind ja auch noch Kerzen. L, R, B, ja, drücke ich ja. Tagebuch. Questprotokoll. Folgen Sie dem Butler, das haben wir gemacht. Erkunden Sie das Schloss. Aha. Deswegen ist das auch so groß, ne? Das ist nicht nur ein Chalet, das ist ein Schloss. So, dann gehen wir mal das Schloss erkunden. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Aha, das ist... Also auch da gibt es sonst kein Licht, okay? Also das ist schon mal das erste Rätsel. Wir müssen für Licht sorgen. Wer hätte es gedacht? Wir haben ja noch nichts weiter gefunden hier. Ich meine, das ist die Kerze, aber die will er irgendwie nicht rausnehmen. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch... Na, dann nehmen sie doch mit. Nee. Oder vielleicht mal die Y-Taste? Die Steuerung wird einem ja nicht so wirklich beschrieben. Die Kerze ist fast verbraucht. Also es wird wohl auch Quicktime-Events dann und wann mal geben. Ja, die sind sehr beliebt. Dass sich das bei den Entwicklern noch nicht so rumgesprochen hat, weiß ich zwar nicht, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Na, vielleicht müssen wir noch was anderes finden, Leute. Weil wir haben ja noch nichts weiter dabei, nur unsere Steinfigur. Mehr ist da noch nicht, ne. Brief von Davids Mutter, den hat er uns ja vorgelesen. Brief von Davids Vater. Genau, den haben wir uns noch nicht näher angesehen. Familie der Schlangen, ja. Family of Snakes, beware. Vorsicht, ja klar. Soweit, so klar. Ja, eigentlich müsste da jetzt stehen, wir müssen Kerzen finden oder so, oder Licht für Licht sorgen. Ich meine, die Kerze haben wir jetzt schon gefunden, na, vielleicht gucke ich mich nochmal in seinem... Dieser adrette, fröhliche,
nüchterne Mann ist nicht der, an den ich mich aus Kindertagen erinnere. Hm. Also er hat anscheinend einen sehr... Ah, da hat er noch was. Streichhölzer. Ich habe viele Streichhölzer übrig. Aha, okay. Sollten uns einfach mal näher umsehen hier. Gegenstand hinzugefügt. Gut, das zeigt er mal an. Also obwohl hier ein Kaminfeuer ist, müssen wir jetzt mit Streichhölzern die Kerze entzünden. Alles klar. Na gut. Ich hoffe zumindest mal, dass das so klappt. Untersuchen. Ein Abschiedsgeschenk meiner Mutter. Um mir den Weg durch das Dunkel zu zeigen, meinte sie. Vielleicht kann man ja jetzt... Ah, anzünden. Okay, die jetzt können wir es... Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Dann zünden wir sie mal an. Ah, so ist es besser. Alles klar. Also immer genau umsehen, ne? Ja, das war damals bei Blade Mirror auch so. Soweit ich mich erinnern kann, ist ja schon eine Weile her. Ich habe es übrigens nicht direkt damals zum Release gespielt, sondern aber zunächst gehe ich mal hier rein, genau. Sondern es war ja bei einer Zeitschrift dabei, einer sehr renommierten Zeitung. Okay, hat mich jetzt ein bisschen irritiert, dass er nicht gleich reingegangen ist. Untersuchen. So sehen wir uns wieder, alter Feind. Die Uhr, meint er jetzt. Ach so. Nehmen. Die ihn so erschreckt hatte. Fototeile gefunden. Noch mehr Fototeile. Wo können wir die zusammensetzen? Vielleicht kommt das noch. Vielleicht im Tagebuch. Können wir hier auch, ja, das können wir auch durchblättern. Mittels der Trigger-Tasten. Einfach untersuchen. Ach so, dann wird's lesbar. Die Reise aus Indien war lang und beschwerlich. Ich ließ Mutter nur unwiderwillig zurück. Allein. Vaters Tod bedauernd. Ich war noch ein Kind, als er beschloss, dass wir nach Indien ziehen sollten. Laut seiner Aussage eine bessere Umgebung für uns. Dies war jedoch nicht der Fall. Obwohl ich immer einmal die angestammte Heimat des Gordon-Clans mit eigenen Augen sehen wollte, stellte mein Vater schnell klar, dass ein Haus nicht gleich ein Zuhause ist. Während Großmutter Margaret sich hauptsächlich um meine mögliche Erbschaft des Anwesens Gedanken zu machen scheint, interessiere ich mich eher für die Umstände des Todes meines Vaters. Obwohl er so viele Jahre lang kein Teil unser Leben war, zugegeben nicht seine einzige Untugend, fühle ich mich, als ob da ein Schatten wäre. Ein Schatten, der vieles, wenn nicht das meiste, verschleiert, was sich in seinen letzten Tagen und Wochen zugetragen hat. Er verbrachte den Großteil meiner Jugend auf Reisen, suchte nach Antworten, seine alkoholgetränkte Melancholie war mit seinen zwei Obsessionen verbunden. Die Geschichte der Familie Gordon und das Okkulte. Antworten auf mir unbekannte Fragen. Er vertraute weder Mutter noch mir vieles an. Dann kehrte er einfach nicht zurück. Ich befürchte, ich mache mir vielleicht wie so oft zu viele Gedanken. Wie meine Tutoren mir ohne Zweifel beipflichten würden, ist meine Neigung, Einbildung mit der Realität zu vermischen, nicht hilfreich bei der Beantwortung der Fragen, die in diesem Haus auf mich warten. Weiter können wir noch nicht runter. Aber ich denke mal, das wird sich sehr bald ändern, wenn wir hier das Haus erforschen. Kann ich denn speichern? Oh, das sieht gut aus. Wir können speichern. Achso, ich muss, genau. Wunderbar. Okay, Leute. Aber bevor David Gordon das Haus weiter erforscht, das Haus seiner Verwandtschaft, würde ich denn gerne erstmal einen Cut machen wollen. Also denn, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß noch bei diesem Let's Play und bei meinen anderen Projekten. Also denn, bye bye, ciao ciao, euer Chuck, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal.